In den nächsten, ja, so rund 40 Minuten möchte ich Sie durch ein Forschungsthema führen, das mich die letzten 10 Jahre begleitet hat und dabei immer absolut begeistert hat und wo ich auch sagen würde, naja, eigentlich ist es eins der spannendsten Themen in der angewandten Psychologie und auch eins, das direkte Relevanz hat für so Megatrends wie Digitalisierung, nachhaltige Mobilität, personalisierte Medizin. Und wir machen es jeden Tag, Ressourcenregulation. Für mich war die Forschung an dem Thema in den letzten 10 Jahren ziemlich spannend und ich hoffe, der Vortrag in den nächsten 40 Minuten ist ebenso spannend für Sie. Ja, und so sieht unser Fahrplan aus. Zunächst schauen wir uns ein paar Grundprinzipien der Ressourcenregulation an, werden hoffentlich sehen, warum das aus psychologischer, aber auch aus technischer Perspektive so spannend ist und was es mit unserem Alltag zu tun hat. Dann werden wir das Thema anhand verschiedener Ressourcenbeispiele vertiefen, wobei ich jetzt aus dramaturgischen Gründen noch nicht verraten kann, welche Ressourcenbeispiele das sind. Sie sind dabei an verschiedenen Stellen gefragt, am Anfang in einem kleinen Ressourcen-Brainstorming. Später werden wir Ihre Komfortzone explorieren. Dann werden Sie sich mit Ihren Sitznachbarn, also schauen Sie schon mal, wer neben Ihnen sitzt, Ihre mentalen Modelle zum energieeffizienten Fahren explorieren. Und ganz am Ende gibt es natürlich noch ein Kahoot, heute auch mit Punkten. Dann auf geht's. Die Regulation von kostbaren Ressourcen ist, so würde ich sagen, eine Alltagshandlung. In vielen Alltagssettings begegnen wir Situationen, wo wir kostbare Ressourcen regulieren müssen. Ja, wie ist es bei Ihnen? Was sind kostbare Ressourcen für Sie? Sammeln wir doch mal. Einfach reinrufen und laut und deutlich. Zeit. Okay, Zeit haben wir gehört als erstes. Und das andere war Kaffee, richtig? Weitere. Welche Ressourcen sind Ihnen noch kostbar? Ja, Geld, ja, gut. Schlaf. Schlaf, ja, gute Idee. Natur. Was? Natur, okay, ja, ja. Eine sehr erhaltenswerte Ressource. Weitere. Daten. Ja, okay. Definitiv. Verbindung zur Außenwelt. Was gibt's noch? Ja. Wissen, oh ja, klar, dafür sind wir ja hier. Ne? Wir wollen heute an der Ressource Wissen, diese Ressource Wissen ausbauen. Also Sie sehen schon, diese neue automatische Spracherkennung, die wir benutzen, die funktioniert ziemlich gut. Haben Sie noch mehr Ideen? Freunde. Ja, soziale Ressourcen, absolut. Gesundheit. Oh ja, klar, die sollte man nicht vergessen. Ich denke, wenn wir jetzt so die restlichen 40 Minuten mit der Sammlung weiteres Ressourcen zubringen würden, das wäre auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die gefundenen an und vielleicht noch ein paar Aspekte mehr. Denn was man auf jeden Fall festhalten kann, so verschieden diese Ressourcen sind, umso mehr ist es spannend, dass sie gleichen psychologischen Prinzipien unterlegen, die Regulation dieser Ressourcen. Na, wir wollen nicht krank werden. Wir wollen mehr Zeit uns nehmen für die wirklichen wichtigen Dinge. Wir wollen verhindern, dass unser Akku den Geist aufgibt. Wir sind dabei aber nicht komplett rational bei diesen Ressourcengewinnen und Ressourcenverlusten. Zum Beispiel schmerzen uns Verluste doppelt so stark, wie Gewinne uns Freude bereiten. Das sagt uns die Prospect-Theorie von Tversky und Kahneman. In unserem Alltagsverhalten ist das eingebettet in einen andauernden Prozess der Ressourcenregulation. Und psychologisch gesehen ist Ressourcenregulation Handlungsregulation, also zielgerichtetes Verhalten, also eine ständige Interaktion von Kognition und Motivation. Wir setzen uns Ziele und verfolgen diese, also Motivation. Wir nehmen Informationen aus der Umwelt auf, bewerten die, verarbeiten die, steuern unser Verhalten, also Kognition. Wie läuft dieser dynamische Prozess ab? Wir können uns diese Ressourcenregulation als eine dynamische Feedback-Kontrollschleife vorstellen. Und tatsächlich ist das ein Element oder eine Kernkomponente in vielen kontrolltheoretisch orientierten psychologischen Modellen, wie zum Beispiel dem Stressmodell von Lazarus und Folkman oder der Selbstregulationstheorie von Carver und Shire. Um also in einer dynamischen Umwelt unsere Ressourcen zu regulieren, müssen wir zum einen die relevanten Umweltinformationen aufnehmen, über eine bestimmte Wahrnehmungsfunktion, eine bestimmte Selektion der vielfältigen Umweltinformationen, diese mit unserem Ziel abgleichen. Und am Ende ist die Frage, ja, wie stark ist die Diskrepanz zwischen der Zielrepräsentation und der Wahrnehmung unserer Umwelt. Je stärker die Diskrepanz, desto stärker werden wir uns typischerweise anstrengen, diese Diskrepanz wieder auszugleichen und dieses System wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Schauen wir uns das mal am Beispiel Zeitressourcen an.
Ja, sagen wir, Ihre Klausur ist in einer Woche und Sie haben bisher 3 von 15 Themen gelernt. Eigentlich wollten Sie natürlich schon viel weiter sein. Sie nehmen also eine ziemlich starke Diskrepanz wahr. Und was tun Sie? Ja, Sie strengen sich mehr an, lesen das Buch mit doppelter Geschwindigkeit. Aber dann gibt es doch leider eine neue Staffel Ihrer Lieblingsserie und schon sieht der Zustand der Umwelt wieder ganz anders aus. Das zeigt schon, Ressourcenregulation kann kognitiv und motivational ziemlich anstrengend sein. Technik kann uns bei dieser Ressourcenregulation aber unterstützen. Und dabei gibt es, so würde ich sagen, genau 5 Ansatzstellen, wo digitale Ressourcenassistenten unsere Handlungsregulation entlasten können. Erstens Input Support. Technik kann für uns schlecht wahrnehmbare Signale aus der Umwelt digitalisieren, speichern und verfügbar machen. Zweitens Goal Support. Technik kann uns helfen, motivierende Ziele zu setzen, zum Beispiel indem sie die enormen Datenmengen, die sie potenziell sammeln kann, sinnvoll komprimiert, in den Kontext setzt und uns ja, bei der Zielsetzung unterstützt. Drittens, Comparator Support. Technik kann uns helfen, diesen Vergleich zwischen Ist und Ziel so einfach wie möglich zu machen. Output Support. Technik kann uns ja, Gelegenheiten aufzeigen, zum Beispiel hier in diesem Kontext uns zu bewegen und uns am Ende zur Verhaltensausführung motivieren. Und Disturbance oder Anti-Disturbance Support. Technik kann natürlich auch Störfaktoren vorhersagen und sie rechtzeitig kompensieren oder uns zumindest Hinweise geben, sodass wir hier, wie in diesem Beispiel, dann nicht mehr von dieser Disturbance beeinträchtigt werden. Für die optimale Wirksamkeit solcher Ressourcenassistenten gibt es aber einen entscheidenden Knackpunkt. Und das ist die menschzentrierte Gestaltung. Die Ingenieurpsychologie beantwortet in diesem Kontext die, würde ich sagen, zentrale Frage, wie können wir Nutzern durch das Systemdesign optimal bei der Ressourcenregulation unterstützen. Und dafür brauchen wir ein genaues Verständnis der Nutzer-System-Interaktion. Und wie kommen wir dahin? Die Ingenieurpsychologie geht das Problem typischerweise so an, dass wir gesellschaftliche Herausforderungen und zentrale technische Entwicklungen analysieren, daraus Fragestellungen für die Nutzerforschung ableiten, auf Basis psychologischer Theorien in die Nutzerforschung gehen, also Mensch-Technik-Interaktionen versuchen, dort genauer zu verstehen, damit Rahmenmodelle ableiten, theoretische Rahmenmodelle und am Ende Design-Guidelines zur Verfügung stellen für eine menschzentrierte Digitalisierung und eine optimierte Technikentwicklung. Und dabei schauen wir uns ganz unterschiedliche Variablen an, zum Beispiel Akzeptanz, Motivation, ihre Technikaffinität, ihre mentalen Modelle. Vertrauen Sie den Systemen, die Sie nutzen, Systemvertrauen, Nutzungskomfort, aber auch natürlich so wichtige Konzepte wie Usability und User Experience. Gut, was nehmen wir also aus diesen ersten Minuten des Vortrags mit? Naja, zum einen, Ressourcenregulation ist ein kontinuierlicher Prozess der Handlungsregulation, kann kognitiv und motivational ziemlich anstrengend sein. Technik kann uns bei der Ressourcenregulation unterstützen. Für eine optimale Wirksamkeit brauchen wir aber ein genaues Verständnis der Mensch-Technik-Interaktion. Und jetzt freue ich mich, Ihnen nach dieser kleinen Einführung einige Forschungsergebnisse vorzustellen, die ich gemeinsam mit meinen Forschungskollegen in den letzten Jahren und auch ganz aktuell zusammengetragen habe. Und wir werden uns das anhand dieser 3 Ressourcenbeispiele, also Energie, Gesundheit und Zeit, anschauen. Starten wir mit dem ersten. Vor ungefähr 10 Jahren die Chance bekam, in das Thema Nutzer und Elektromobilität einzusteigen, da gab es so ein Thema, was mich besonders fasziniert hat. Und das war die Frage, wie gehen Menschen eigentlich mit begrenzten Ressourcen, also zum Beispiel hier in dem Kontext den begrenzten Reichweitenressourcen, um? Wie interagieren sie damit? Denn typischerweise ist es so, dass, wenn Sie so ein Elektrofahrzeug fahren, dann geht eine ganze Menge von der theoretisch nutzbaren Reichweitenressource durch verschiedene psychologische Faktoren verloren. Und diese psychologischen Faktoren lassen sich, so war damals unsere Erkenntnis, Einsicht oder Hypothese, in 3 psychologische Reichweitenschwellen strukturieren. Zunächst hat so ein Elektrofahrzeug natürlich eine bestimmte technische Reichweite, ne, unter objektiven Fahrzyklusbedingungen, standardisierten Bedingungen gemessen. Es ist aber für die Fahrer oft nicht leicht zu durchschauen, was sie genau tun müssen, um diese Reichweite tatsächlich zu realisieren. Und sie erreichen deswegen im Alltag typischerweise eine geringere, kompetente Reichweite. Und auch wenn Sie wissen, was zu tun ist, ist die ständige Optimierung der Reichweite natürlich noch immer ziemlich anstrengend und wir haben typischerweise mehr Ziele im Alltag als nur Energieeffizienz zu optimieren. Denken Sie an Sicherheit, vielleicht auch Komfort, Spaß und so weiter. Deswegen erreichen Fahrer typischerweise eine geringere, performante Alltagsreichweite. Und am Ende ist die Frage,
Komme ich da noch hin? Wir lassen lieber einen Sicherheitspuffer, wenn wir mit Ressourcen umgehen. Und ähnlich ist es auch hier. Am Ende spielen also verschiedene psychologische Faktoren eine Rolle. Auf der einen Seite Wissen, Fertigkeiten, Eco-Driving, Kompetenz für kompetente Reichweite, Fahrerziele, Fahrstil auch ganz besonders, verschiedene Motive und Motivationen und Zielvorstellungen der Fahrer für die performante Reichweite und am Ende für die komfortable Reichweite, sagen wir erstmal sowas wie ein Sicherheitsbedürfnis. Ja, und wie ist es bei Ihnen ausgeprägt? Sagen wir doch mal, morgen starten Sie Carsharing hier in Lübeck mit den Elektroautos, die es auch hier gibt. Sie steigen in das Elektroauto zeigt Ihnen 200 Kilometer Reichweite an. Ihr Freund ruft Sie an, der ist in seinem Ferienhaus im Havelland, sind ungefähr 200 Kilometer entfernt, und er fragt Sie, ob Sie denn mal vorbeikommen würden fürs Wochenende. Und sagen Sie, ja, das ist eigentlich ziemlich praktisch, Elektrofahrzeug fahren. Sie gucken auf die Karte und Sie sehen, es sind 190 Kilometer Fahrstrecke. Ja, Reichweitenanzeige zeigt Ihnen 200 Kilometer. Wer fährt mit dem Elektroauto? Okay, ein paar. 180. Ein paar mehr. 170. Ja, okay. Wir sehen also, Menschen unterscheiden sich hinsichtlich der Sicherheitspuffer, die sie einplanen. Und wenn ich am Ende sagen will, dass ich die Reichweite von Elektrofahrzeugen optimieren möchte, dann ist eigentlich nicht die zentrale Frage, wie kann ich die technische Reichweite maximieren, sondern wie kann ich die psychologische Reichweite maximieren. Und dafür ist eine Voraussetzung, dass wir die Reichweitenregulation, diesen Prozess der Ressourcenregulation genau verstehen. Und das ist ein Modell, was das versucht. Das sieht erstmal ziemlich kompliziert aus, aber die wesentlichen, für uns jetzt hier wesentlichen Grundinfos, denke ich, lassen sich relativ schnell durchgehen. Ja, um zu starten, jetzt ist eine weit verbreitete Annahme, Elektrofahrzeugfahren würde mehr oder weniger ständige Reichweitenangst bedeuten. In unseren Feldstudien hat sich allerdings ziemlich früh gezeigt, dass Angst kein passendes psychologisches Konzept ist. Wir sollten eher von Reichweitenstress sprechen. Und der Alltag ist nicht von dem Erleben von Stress, sondern vom Vermeiden von Reichweitenstress gekennzeichnet. Denn die Nutzer haben viele Möglichkeiten zu kompensieren und rechtzeitig gegenzusteuern, bevor es wirklich dazu kommt, dass es stressig wird. Und das machen sie mit so einem Kontrollprozess. Die Grundidee ist, dass wenn Nutzer mit diesen begrenzten Reichweitenressourcen umgehen, dass sie dann ihre Mobilitätsressourcen, also grob gesagt ihre Reichweite mit ihren Mobilitätsbedürfnissen, also sagen wir grob die Reststrecke bis zur nächsten Lademöglichkeit abgleichen. Und das in gewisser Weise als einen verfügbaren Reichweitenpuffer wahrnehmen. Die Frage ist also nicht, wenn Sie zu Ihrem Freund fahren, wie viel Reichweite habe ich, sondern wie viel Reichweite habe ich relativ gesehen zur Fahrstrecke. Also so ein relativer Reichweitenpuffer. Und die Annahme ist weiter, dass Nutzer diesen wahrgenommenen Reichweitenpuffer, das ist die Wahrnehmungsfunktion, mit ihrer Zielrepräsentation, ihrem präferierten Sicherheitspuffer abgleichen. Wobei analog zum Beispiel dem Stressmodell von Lazarus Forkman davon ausgegangen wird, dass für die komfortable Reichweite, für diese, wir könnten ja auch sagen, Stressresistenz, sowohl Persönlichkeitsfaktoren als auch bestimmte Coping-Ressourcen, also bestimmte Bewältigungsstrategien eine Rolle spielen. Ja, und je stärker natürlich die Diskrepanz wahrgenommen wird zwischen meinem präferierten und dem verfügbaren Reichweitenpuffer, desto eher kommt es zu Stress und desto eher werden wir natürlich was dagegen tun, damit es gar nicht erst wirklich zu starkem Stress kommt. Zum Beispiel einfach das Fahrzeug laden, vielleicht einen Umweg fahren, ein bisschen mehr Zeit nehmen, ein bisschen effizienter fahren und so weiter. Um also diese Balance wiederherzustellen. Ja, und tatsächlich gibt es ein paar Befunde, die das Modell stützen. Zunächst war auch für uns ein wichtiges Ergebnis, dass es wirklich sowas wie so einen stabilen, individuellen, präferierten Sicherheitspuffer zu geben scheint. Also wenn man das über mehrere Wochen getrennt fragt, nach so einer Anpassungszeit am Anfang, dann findet man eine ziemliche Korrelation, Test-Retest-Korrelation, auch einen stabilen Mittelwert. Jetzt führe ich ein Konzept ein. Wir sind ja nicht alle Psychologen, die hier im Raum sitzen, deswegen nochmal ganz kurz. Was ist Korrelation in diesem Kontext hier? Korrelation ist, wie stark hängen zwei Variablen zusammen. Das heißt, kann ich aus der hochniedrigen Ausprägung von A die hochniedrige Ausprägung von B vorhersagen, typischerweise statistisch. Eins wäre ein perfekt linearer Zusammenhang, null wäre überhaupt kein Zusammenhang. In der Psychologie sind Effekte von Punkt 3 moderat, das ist so ein typischer Effekt. Zum Effekt von Punkt 5 sagt man stark, das wird auch kritisiert, aber wir können jetzt einfach mal sagen, Punkt 5, da reden wir hier von einem starken Zusammenhang, Punkt 3 von einem moderaten Zusammenhang. Ja, und wir sehen tatsächlich, dass diese Analogie zum Stressmodell von Lazarus insoweit bestätigt wird, dass zum Beispiel Kontrollüberzeugung
mit einer höheren komfortablen Reichweite in Beziehung stehen und zu Faktoren wie subjektive Kompetenz, aktive Exploration, Übung mit einer höheren komfortablen Reichweite in Beziehung stehen. Und wir sehen auch, dass dieser Bezug zwischen komfortabler Reichweite, also in gewisser Weise der Stressresistenz, da ist zum tatsächlich im Alltag erlebten Reichweitenstress, das heißt, sind hier Daten aus einer längeren Feldstudie, und dass das Erleben von Reichweitenstress im Alltag auf jeden Fall nachträglich ist für eine, oder abträglich ist für eine generelle Akzeptanz solcher Fahrzeuge. Und es zeigt sich auch ein direkter Bezug zwischen der komfortablen Reichweite und der Reichweitenzufriedenheit. Und letztendlich hat die komfortable Reichweite auch einen Bezug zum Verhalten. Das heißt tatsächlich, Nutzer, die eine größere komfortable Reichweite entwickeln, trauen sich, die Reichweite mehr auszunutzen, fahren längere Strecken und erzielen somit mit der gleichen Batterie mehr Reichweite. Also zum Beispiel ein größerer Nachhaltigkeitseffekt, weil sie natürlich eine ganz andere Menge an Strecken ersetzen können. Was nehmen wir daraus mit? Naja, zum einen, wenn ich Nutzern diese optimale Ressourceninteraktion ermöglichen möchte, dann muss ich sie in ihrem Kompetenzaufbau unterstützen. Also muss sie dazu bringen, dass sie sich aktiv mit der Reichweite auseinandersetzen, auch mal in die Grenzbereiche gehen, dass sie sozusagen ja, diese Interaktion kompetenter werden. Und zum anderen muss ich gleichzeitig trotzdem die tägliche Reichweiteninteraktion so einfach wie möglich machen. Also diesen Abgleichszyklus so kognitiv und motivational wenig beanspruchend wie möglich. Ja, und wie tue ich das? Es gibt natürlich eine ganz zentrale Stellschraube, und das ist die Reichweitenanzeige. Denn wenn wir uns das aus der Perspektive dieses Kontrollprozesses anschauen, dann ist ja die Reichweitenanzeige eigentlich die Anzeige, die mir die direkteste Antwort gibt auf die Frage, komme ich dann auch hin oder muss ich noch laden? Wobei das Ganze natürlich auch, wie kommt das Fahrzeug auf diesen Reichweitenangabe? Ne? Auf so viel Kilometer können Sie noch fahren? Das ist eine Prognose. Zum Beispiel auf der Basis des Verbrauchs der letzten 30 Kilometer und dem aktuellen Ladestand. Und das ist in vielen Situationen richtig und plausibel, in einigen Situationen aber durchaus auch unplausibel. Und daher haben wir uns gefragt, naja, was macht eigentlich so eine nutzerfreundliche, maximal nutzerfreundliche Anzeige aus? Was ist sozusagen die zentrale Variable, an der wir optimieren sollten? Und wir haben uns da der Analogie zum Themenfeld Automation bedient, denn in gewisser Weise ist das hier auch ein automatisiertes System, wo das, die Variable Trust, also Vertrauenswürdigkeit, sich als zentral herausgestellt hat. Wir haben auch hier gesehen, dass wenn die Anzeige als vertrauenswürdig erlebt wird, dann führt es auch dazu, dass die Nutzer, oder steht damit in Zusammenhang, dass die Nutzer eine höhere, komfortable Reichweite haben. Wir haben die Nutzer aber auch gefragt, wie müsste man denn die Reichweite verändern, um die Vertrauenswürdigkeit, also die Reichweitenanzeige, um die Vertrauenswürdigkeit weiter zu steigern, und haben zum Beispiel gesehen, naja, man müsste die Fahrerveränderungen besser berücksichtigen oder diese Referenzperiode, ne, diese letzten 30 Kilometer als Bezugsrahmen anpassen und auch insgesamt dafür sorgen, dass das verständlich, transparent, selbsterklärend bleibt. Kurz zusammengefasst war unsere, unser Fazit dazu, dass wir adaptive Reichweitenanzeigen brauchen, die sich selbst adaptieren, aber auch anpassbar sind, zum Beispiel in Bezug darauf, was Sie als Referenzinformationen nehmen. Und zum anderen, im Sinne dessen einfacheren Handlungsregulation, müsste man eigentlich auch hingehen und diese Reichweitenanzeigen von dem reinen Input-Support, wie viele Kilometer habe ich, zu einem Comparator-Support, bin ich eigentlich noch über oder unter meinem präferierten Sicherheitspuffer zu bringen. Also das wäre sozusagen die Analogie zu der Grafik, die wir vor uns hatten. Und genau das haben wir vor in dem Projekt, was letzte Woche gestartet ist. Vielleicht hat der ein oder andere den Elektrobus hier vom Audimax gesehen, nämlich im Projekt NOR-E, wo es darum geht, mehr nutzbare Reichweite durch eine handlungsintegrierte Reichweitenassistenz zu erzielen, also Unsicherheiten zu reduzieren, den Nutzungskomfort zu steigern, indem wir zum Beispiel direkt den verfügbaren Reichweitenpuffer anzeigen. Nicht nur, wie viel Reststrecke habe ich, sondern immer im Verhältnis, wie viel Restreichweite habe ich, sondern immer im Verhältnis auch zur Reststrecke und am besten noch als direkter Ampelvergleich zu meiner präferierten oder eingestellten Zielsicherheitspuffer. Wobei man natürlich sagen muss, Assistenz oder überhaupt Reichweitenmanagement ist nicht nur Reichweitenbewertung, also die Lücke zwischen komfortabler und performanter Reichweite, sondern Reichweitenmanagement ist auch Reichweitensteigerung, also die Lücke zwischen performanter und technischer Reichweite. Und auch das ist aus meiner Sicht, aus psychologischer Perspektive extrem faszinierend, denn wenn man sich überlegt, wenn Sie die Energieflüsse in so einem Fahrzeug steuern, dann ist es ein sehr hochdynamisches System.
wo sozusagen die Steuerungsprozesse in einer unglaublichen Geschwindigkeit ablaufen. Schauen wir uns das mal an, hier an so einer Energieflussanzeige, hier in einem Toyota Prius, also in einem Hybridfahrzeug, was sozusagen zusätzlich eine Batterie verbaut hat, die beim Bremsen zum Beispiel geladen wird. Und da sehen Sie also hier ganz verständlich, wie die Energie fließt. Mal fließt sie von der Batterie zu den Rädern, mal fließt sie zurück. So, alles klar, oder? Psychologisch gesehen könnte man sagen, ja, diese Ressourcengewinne und Ressourcenverluste treten hier extrem schnell auf. Ne? Aber die Frage ist, wie gehen Fahrer damit um und wie entwickeln sie auch Stück für Stück ein Verständnis von diesem System oder vielleicht auch nicht? Und das ist der Punkt, wo wir zur Gruppenarbeit übergehen. Wie würden Sie mit einem Hybridauto besonders spritsparend fahren durch Lübeck? Worauf kommt es an? Also sagen wir mal, damit wir einen Einstieg haben in das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, den Sie jetzt gleich kennenlernen können, können Sie ja sagen, wie fahren Sie denn aktuell, wenn Sie besonders sparsam fahren wollen? Oder für alle, die nicht regelmäßig Auto fahren, wie würden Sie fahren? Und was würden Sie hier vielleicht ändern? Also steigen Sie einfach mal in die Diskussion ein. In 2 Minuten tragen wir das wieder zusammen. Ja, wir haben uns das angeschaut, indem wir Nutzer befragt haben, die tatsächlich sich ziemlich stark für ihren Verbrauch interessieren und ziemlich gute Verbräuche mit so einem Hybrid-Elektrofahrzeug erreichen. Aber es gibt immer noch eine große Varianz, in dieser Studie. Und wir haben uns angeschaut, ja, was nutzen denn die für Strategien? Die fahren mit so einem Fahrzeug, ja, die sollten ja eigentlich alle, wenn sie motiviert sind, irgendwann mal die gleichen Strategien entwickeln und auf eine bestimmte Art und Weise fahren. Ergebnis, jetzt ganz grob zusammengefasst, die Fahrer nutzen sehr unterschiedliche Fahrstrategien und haben sehr unterschiedliche mentale Modelle zur Energiedynamik. Und eins ist besonders spannend, wenn man die Fahrer nämlich fragt, ja, was sollte man denn machen mit dieser Elektroenergie, die man jetzt beim Bremsen zurückgewinnt? Sollte man möglichst viel elektrisch fahren oder wenig? Sollte man möglichst viel rekuperieren oder möglichst wenig? Dann sagen die Fahrer typischerweise, ja, eher viel rekuperieren, eher viel die elektrische Energie nutzen. Mit ein paar weiteren Items kann man das dann auf einen Faktor komprimieren, sagen, viel intensiv, aktiv mit der elektrischen Energie umgehen. Interessanterweise ist das nachträglich für den oder abträglich für die Energieeffizienz. Das heißt, je intensiver Sie mit dieser elektrischen Energie haushalten, desto ungünstiger hier in diesem System zumindest für die Energieeffizienz. Und man könnte, wenn man sich das anschaut hier, dass die meisten Fahrer in der rechten Hälfte sind, also eher diese ungünstige Strategie fahren, schon möglicherweise durch ein besseres Interface-Design, durch ein besseres Framing von Verlusten und Gewinn die Energieeffizienz im Alltag beträchtlich steigern. Also Fazit, wenn wir solche Energieinterfaces haben, dann müssen wir uns bewusst sein, mit Rückbezug auf die Prospect Theory, dass da immer ein gewisses Framing drin ist. Ne? Bestimmte Sachen werden als gewinnbehaftet, andere als verlustbehaftet dargestellt. Das muss aber nicht so sein. Ne? Auch wenn Rekuperation zum Beispiel ein Gewinn ist, geht diesem Gewinn immer ein Verlust voraus, der aber einfach nicht salient genug visualisiert wird. Ja, und zum anderen, bei dieser enorm schnellen Informationsflut ist natürlich die Frage, gibt der Fahrer vielleicht einfach auf? Also wir müssen die Informationsflut möglichst handlungsintegriert komprimieren. Gut, kommen wir abschließend noch zu zwei weiteren Themen, nämlich der Gesundheit und der Zeit. Und im Kontext Gesundheitsverhalten kann man auch sagen, hier spielt auch Ressourcenregulation eine ziemlich wichtige Rolle. Ja, uns ist uns allen klar, dass wir uns mal wieder mehr bewegen müssten, jetzt wenn das Frühjahr kommt. Aber im Detail ist es dann doch nicht so einfach. Zum Beispiel, weil uns die Ziele nicht verfügbar sind oder auch weil wir im Kontext Gesundheit ein eher unzureichendes Feedback typischerweise haben. Und die Zielsetzungstheorie von Locke und Latham besagt, dass wir für eine optimale Verhaltensenergetisierung möglichst präzise und herausfordernde Ziele brauchen und ein entsprechend präzises Zielfeedback oder Zielerreichungsfeedback. Ja, beides fehlt eben oft im Kontext Gesundheit. Und genau da setzt das Themenfeld Quantified Self an. Ne? Activity Tracker erlauben uns ja quasi eine sofortige, hochaufgelöste Möglichkeit, Feedback zu erreichen über Daten, die wir eigentlich gar nicht so einfach erfassen können. Klar, unsere Schritte, da können wir schon so ein Gefühl dafür haben, ob wir uns mehr oder weniger bewegt haben, also nicht sehr präzise. An unsere physiologischen Daten, da kommen wir gar nicht so richtig ran mit unserem sensorischen System, zumindest auch nur sehr, sehr ungenau. Die Herausforderung ist aber die begrenzte Messgenauigkeit von diesen Systemen. Es gibt immer wieder Messartefakte. Jetzt würde es mich mal interessieren, wer von Ihnen nutzt denn solche Activity-Tracker? Okay, schon einige. Wer hat schon mal Ungenauigkeiten und Artefakte bei der Messung festgestellt?
Okay, ungefähr genauso viele, würde ich sagen. Also ich denke, die meisten Nutzer können das aus ihrem Alltag sagen, dass es immer wieder so Situationen gibt, wo eben die Messung nicht perfekt ist. Und die Frage aus ingenieurpsychologischer Perspektive ist ja, können wir damit umgehen? Wie wirkt es auf uns? Und hier haben wir ein ähnliches Problem wie vor uns bei den Reichweitenanzeigen, nämlich wieder ist die Frage Trust in Automation. Also was ist das Vertrauen in diese Automation? Wie ist das ausgeprägt? Und welche Rolle spielt es am Ende? Also könnte es eine sehr relevante Rolle spielen? Und auch das haben wir in einer Nutzerstudie untersucht, haben dort gesehen, ja, tatsächlich, Nutzer, die Geräte haben, die sie am Ende zu einem höheren Trust in Automation verleiten, haben auch eher eine höhere Akzeptanz für dieses Activity-Tracking. Wobei natürlich eher die spannende Frage ist, welche Faktoren müssen wir denn, an welchen Stellschrauben müssen wir denn drehen? Klar zeigt sich, dass die wahrgenommene Messgenauigkeit am Ende auch einen höheren Trust, also ein höheres Vertrauen bewirkt, aber auch ungenaue Systeme können mehr oder weniger Vertrauen bewirken. Zum Beispiel können sie vertrauenswürdiger sein, wenn sie transparenter sind, wenn sie zum Beispiel darüber aufklären, wie denn diese Messung zustande kommt und wie es auch dazu kommen kann, dass es bestimmte Messartefakte gibt. Also Systemtransparenz ist ein entscheidender Faktor. Und letztendlich muss man sagen, ja klar, Design, zum Beispiel Attraktivität, wirkt sich auch aus. Also das ist wie ein Halo-Effekt, ne? Wenn Sie einfach ein sehr gut designtes Interface haben, werden Sie dem mehr vertrauen, auch wenn das Vertrauen vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist. Was nehmen wir also daraus mit? Nicht nur die Usability, also die einfache Benutzbarkeit, sollte ein Zielkriterium bei dem Design solcher Activity-Tracker sein, sondern auch das Systemvertrauen. Und das kann ich zum Beispiel steigern durch Systemtransparenz. Jetzt gibt es aber auch eine andere Seite von Activity-Tracking, und das ist eine motivationale Perspektive. Denn zunächst, klar, ne, jeder Schritt eine Belohnung, der Schrittzähler geht hoch, Sie kriegen vielleicht noch Badges oder ein anderes motivierendes Feedback, das ist natürlich erstmal sehr motivierend, aber wird man irgendwann von dieser Belohnung abhängig? Also läuft man irgendwann nur noch für den Tracker und ist damit demotiviert zu laufen, wenn der Tracker mal gerade nicht verfügbar ist? So nach dem Motto, es wird ja sowieso nicht gezählt. Die Self-Determination-Theorie, also Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan besagt, dass wir zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation unterscheiden können. Und dass, wenn wir immer wieder für ein bestimmtes Verhalten belohnt werden, dass irgendwann aus intrinsischer Motivation extrinsische Motivation wird und dass extrinsisch motiviertes Verhalten nicht mehr gezeigt wird, wenn die Belohnung ausbleibt. Also, dass es zu einem demotivierenden Effekt durch diese starke Belohnung kommen kann. Wir haben das in der Nutzerstudie untersucht, also ob es tatsächlich zu einem demotivierenden Effekt durch die Tracker-Nutzung kommt. Und ja, Nutzer kennen diesen Effekt, der tritt auf, unterschiedlich stark und besonders stark bei den Personen, bei den Nutzern, die diese Tracker aus extrinsischer Motivation nutzen, also für die dieses Tracker-Feedback letztendlich so ein externer Ansporn ist. Wenn wir also so eine motivationale Verhaltensassistenz gestalten wollen, dann ist es wichtig, dass wir die selbstregulierte Handlungskontrolle nicht unterwandern. Zum Beispiel, indem wir das Feedback, was wir den Nutzern geben, nicht primär als eine Belohnung, hast du gut gemacht, sondern eher zum Beispiel informativ oder eher intrinsische Motivation anstoßend gestalten. Gut, dann kommen wir zum Schluss noch ganz kurz auf das Thema Zeit. Und da haben ja einige von Ihnen an einer Befragung mitgemacht und sind vielleicht auch deswegen da, die Ergebnisse dieser Befragung zu hören. Also wie regulieren Sie Ihre Zeitressourcen beim Lernen? Wir haben als eine Frage gestellt, welche Strategien und digitalen Tools nutzen Sie, um den Lernprozess, zum Beispiel die Zeitregulation, effektiver und effizienter zu gestalten? Was waren die Antworten? Immerhin, trotz der Klausurphase hatten wir 27 Teilnehmer. Relativ viele von Ihnen, die teilgenommen haben, uns Sachen erzählt über Lernpläne erstellen. Lernplan scheint also ein wichtiger Aspekt zu sein mit dem Kalender oder einfach nur als To-Do-Liste. Weiterer Aspekt ist eine bewusste Pausen- und Zeiteinteilung, zum Beispiel mit Pomodoro, ne? Also dieses Zeitschema, 25 Minuten lernen, 5 Minuten Pause, 25 Minuten lernen, 5 Minuten Pause. Früh aufstehen ist natürlich auch ganz wirksam, man hat viel mehr Zeit. Das Blöde ist nur, dieser Wecker, ne? Die meisten Wecker funktionieren einfach nicht wirklich. Und das Zusammenfassen dieser umfangreichen Vorlesungen, das ist natürlich auch ganz zentral. Ja, und Lerngruppen, natürlich die soziale Perspektive ist auch relevant. Ja, und da haben wir auf der Basis mal Ihnen eine Linkliste zusammengestellt und haben einige Tools haben Sie vorgeschlagen, einige haben wir noch dazu ergänzt. Und wenn Sie das interessiert, schreiben Sie sich einfach diesen Kurzlink hier unten ab.
Ja? Also R, Q, W, H, P, P. Und dann können Sie diese Liste runterladen. Und Sie sehen die auch gleich nochmal, wenn ich über die zweite Hälfte der Befragung spreche, nämlich, wir hatten Sie auch gefragt, wie können Sie digitale Tools vielleicht noch besser bei Ihrem Zeitmanagement oder in diesem Prozess allgemein unterstützen. Da kam zum Beispiel, naja, eigentlich bräuchte ich sowas wie einen Reminder für eine Zeiteinteilung mit Pausen. Also der mir wirklich hilft, wirklich diese Zeitziele, diese Zeitslots auch tatsächlich vorzunehmen. Oder ich bräuchte einen wirklich effektiven Wecker. Da können Sie zum Beispiel mal Alarmy ausprobieren. Bei Alarmy müssen Sie zum Beispiel Ihre Kaffeemaschine fotografieren und erst dann geht Ihr Wecker aus. Oder Tools für Lernpläne. Das wurde auch gefragt. Da haben wir zumindest ein Tool gefunden, was ganz gut ist. Oder natürlich allgemein Gamification, ne, dass man irgendeine Art von motivierendem Feedback bekommt. Aber wir haben ja gerade gelernt, aufpassen, vielleicht wird man dann davon abhängig. Gut, ein letztes habe ich noch. Es gibt nämlich ein übergreifendes Thema und das ist Nutzerdiversität. Und auch das ist ein Herzensthema. Und wir haben in den letzten Monaten hier in dem Kontext eine neue Skala entwickelt. Wenn man sich fragt, würden Sie all diese digitalen Tools nutzen? Und wie würden Sie damit umgehen, wenn Sie das erste Mal damit interagieren? Dann ist sicherlich eine Variable, die Unterschiede zwischen Ihnen, die hier im Raum aufklärt, Ihre Technikaffinität. Also warum kommen Menschen gut mit Technik zurecht und andere vielleicht nicht so sehr? Klar, das liegt am Wissen. Aber nicht nur. Es gibt auch Persönlichkeitsfacetten, die hier eine Rolle spielen. Und daher haben wir die ARTI-Skala basierend auf dem etablierten Konstrukt Need for Cognition entwickelt, basierend auf einem Review der Forschung zu Persönlichkeitsskalen im Technikbereich der letzten 20 Jahre und die in den letzten Monaten mit über 1500 Teilnehmern in verschiedenen Studien validiert, also sowohl deutschlandweite Befragungen in verschiedenen Orten als auch eine englische Validierung in den USA. Und wenn Sie das Thema interessiert, kann ich gerne mal im persönlichen Austausch ein bisschen mehr dazu erzählen. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, das alles ist natürlich nicht möglich ohne ein Team. Und deswegen einen großen Dank an der Stelle an all die Co-Autoren, mit denen ich in dieser Forschung bisher zusammenarbeiten konnte. Und natürlich ist es auch für die Zukunft wichtig, ein tolles Team zu haben. Und von daher kann ich nur sagen, danke an alle, die die aktuellen Aktivitäten, die wir hier vorhaben, unterstützen. Und das sind gar nicht mal alle drauf. Wir haben aktuell noch verschiedene Praktikanten und natürlich eine ganze Menge Abschlussarbeiten. Letztendlich könnte es auch Ihr Praktikum, Ihre Abschlussarbeit oder vielleicht auch irgendwann mal eine andere Form der Zusammenarbeit sein. Das heißt, nehmen Sie da gerne Kontakt auf. Und damit sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit.